Ja, Mahlzeit, mein Lieben, und willkommen heute zum Interview mit Mr. Semtex Reloaded. Ja, wir haben uns jetzt Ewigkeiten vor uns hergeschoben, aber jetzt sind wir doch mal dazu gekommen, das Interview zu machen, ne, Mr. Semtex? Ja, hat jetzt mal so geklappt. Moin, moin, Leute. Ja, hey, Leute, Mr. Sentex hier, um es mal genau zu sagen. Genau, Mr. Stehen. Semtex HD. HD. Nicht hier Miss Flaschengeist 320p. Ruhe! 360p. Mit 63, genau. Naja, 360. ab und zu ist es auch mal 720, ja, also bitte. Gelegentlich vertut sich dann YouTube bei der Verarbeitung und dann sind Genau. es mal 720p. Genau, und ab und zu mal auch bei 1080, aber egal. Es geht ja nicht um mich, es geht um dich. Genau. Und zwar hatten wir jetzt ja ein Infovideo gemacht, wo mir oder wo die Abonnenten Fragen stellen konnten für Ja, und dich. haben jetzt 3 Monate Zeit für gehabt. Also wer jetzt nicht dazu gekommen ist, der ist selber schuld. Der hat Pech gehabt, wohlgemerkt, Genau, ich und habe immer wieder zwischendurch mal geliked und mal was kommentiert, dass da halt immer die Leute darauf aufmerksam werden. ja, nach 3 Monaten haben wir dann doch ein paar Fragen gefunden, die ja teilweise ganz lustig sind, Ja. teilweise irgendwie total bisschen komisch, aber egal. Ja. Wir haben von allen was ausgesucht. Genau. Aber es gibt keine USK 18 Fragen, habe ich schon festgestellt. Nicht Schade. so wirklich. Ich bin hier auch nicht der Fessel. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Würde das Interview Fössel machen oder Jan? Jan wäre auch perfekt dafür. Jan wäre perfekt dafür, ja. Der, dann müssen wir den nachher mal reinholen. Naja, mal Gut, gucken. notfalls stelle ich mir selber ein paar FSK 18 Fragen dann. Genau, du stellst dir selber Fragen. Ne? Du hast ja auch das Interview-Video gemacht, ne? Also die. Genau, ich habe das hier selber gesprochen. Gut, da kommen wir gleich noch zu. Okay, allererste Frage: Bist du ein Mädchen? warte mal, ich muss mal nachgucken. Nee, gestern war ich noch ein Junge und heute bin ich auch noch einer. Alles klar, Dafür alles sitzen die klar. Tangas zu eng, dass ich ein Mädchen bin. Ja, siehst du, es gibt aber auch Männer-Tangas, ne? Also Ja, so Elefantentangas, aber naja. Tiger-Tanga. Nee, ein Tiger hat doch kein Rüssel. Nee. Wie gesagt, ich habe nur die Fragen gestellt, die drinne standen, ne? Und da war halt die Ja, Frage: Bist du ein Mädchen? Also von daher ja. kann ich nichts machen. Gut, weiter geht's. Wo wohnst du? Ich wohne in Bremen. Mehr genauere Straße und Hausnummer kriegt ihr jetzt nicht. Ich wohne in Bremen. Schade. Oder Bremen. Wir Bremer haben ja die Angewohnheit, einfach nur Bremen zu sagen. Wir kürzen Ja, das immer so das weg. sagen wir aber auch mal Bremen. Also, das ist so, glaube ich, bei Du hast vielen. jetzt Bremen gesagt mit P. Das ist irgendwie was ganz anderes. Bremen. Okay, Ey, du weiter bist so geht's. doof, ey. Ohne Scheiß, Mann. Lass mich. Immer werde ich nur gemobbt von euch. Ist schlimm. Gut, machen wir weiter. Das ist Okay. die nächste Frage. Hi, Semtex. Machst du mal ein Duell mit Carsten? Also, erstmal, mein lieber Freund, dass der Carsten Edotrix ist, das sage ich jetzt noch mal eben schnell, nicht, dass ich hier Ja, irgendjemand das verwirre. ist das. Aber der Junge ist so hardcore in der Szene, dass er anstatt Edotrix Carsten schreibt. Entweder, weil er nicht weiß, wie man Edotrix schreibt und weiß ganz genau, wenn man es falsch schreibt, wird man zerflamed. Oder weil er halt zeigen möchte, wie toll er drin ist. Gut. Carsten, wir nennen ihn jetzt einfach mal so, hat mich gefragt, ob ich ein Duel mit ihm machen möchte. Die Nachricht habt ihr ja bei Padawan in meinem Video in der Diss-Runde gesehen. Da hat er gefragt, ob ich Bock habe, mit ihm Duel zu machen. MW3, Zerficker-Flame, wenn der Padawan-Müll vorbei ist und sowas. Und irgendwo habe ich schon Lust drauf, mit ihm Duel zu machen. Jetzt nicht, weil ich jetzt sage, oh, der Carsten, das ist aber jetzt hier so eine geile Sau mit seinen Abonnenten, dann greife ich mir mal schön ein paar Tausend von weg. Sondern weil Hassvideos gegen MW3 mache ich gerne. Und da haben mich und Carsten mal wenigstens etwas gemeinsam, dass wir beide dieses Spiel nicht mögen. Das Problem ist aber nur, der Carsten kommt aus Ulm. Ich komme aus Bremen. Ich möchte jetzt mal für die Leute, die keine Ahnung von der Deutschlandkarte haben, erklären, dass das eine ist oben, das andere ist unten. Und da sind, glaube ich, knapp 600 Kilometer zwischen. Und das ist für mich ein bisschen umständlich, für ein Dual-Commentary dahin zu fahren. Würde der Carsten sowas über Skype machen, wie jeder andere, dann wäre das nicht das Problem. Da wäre das Ding wahrscheinlich schon lange im Kasten. Aber ich glaube nicht, dass ich es momentan zeitlich schaffe, für ein 10-Minuten-Video ein Wochenende über nach Ulm zu fahren. Deswegen eher Klar, unwahrscheinlich, das geht aber wer. alles. Du bist bloß nur zu faul dafür. Ja, also es ist nicht gestrichen von der Liste, es ist aber sehr unwahrscheinlich. Ja, da musst du halt mal den Carsten überreden, dass er das via Skype macht. Das macht er ja nicht. Na, du bist aber ein Mann, du bist doch cool, du musst ihn überreden. Nee, das macht er nicht. Das macht er nicht, meinst du? Das macht er nicht, nee, der macht nur Duels mit Leuten, die neben ihm sitzen. Ja, stimmt, das hat er auch mal erwähnt in irgendeinem Video. Ja. Ich meine, ich finde es gut, wenn man das so sagt und das dann auch so durchzieht, dann muss man das auch machen. Das stimmt, ja. Ja, der Gut, weiter Carsten. geht's. Der Okay, Carsten. hi Semtex. Was gibt's denn Cooles beim Fan-Treffen? Wohlgemerkt am 10.11. war das, glaube ich, ne? Genau, 10.11.11 bis 16 Uhr kommt der Commander Bremen. Der Commander Bremen, Commander Krieger nach Bremen. Und da treffen wir uns in der Lloyd-Passage beim Apple-Laden.
Und dort warten ich und Krieger auf euch. Da geben wir Autogramme, da stehen wir für Fotos zur Verfügung. Da könnt ihr uns Fragen stellen und die Schuhe putzen, wie ihr Lust habt. Und von mir aus bringt eure Spiele, bringt eure Federmappen, eure Rucksäcke, weiß nicht, eure Freundinnen mit. Da unterschreibe ich auch drauf. Und ja, macht dann schön, machen wir uns einen schönen Tag. Wir werden dann noch ein bisschen zusammen zocken in dem Apple-Laden. Wie genau, weiß ich noch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich habe keinen Bock da auf irgend so ein iPad oder sowas dazu daddeln, damit ich die scheiß Angry Birds spiele oder sowas. Ich will schon richtig verzocken, also schon einen Fernseher und eine Playstation organisieren. Ja, und dann machen wir uns da schöne 5 Stunden und dann würde ich mal sagen, gehen wir alle wieder nach Hause. Also direkt in den Apple-Laden ist das Fan-Treffen oder? Genau. Cool. Coole Sache. Und wer hat es organisiert? Der Krieger. Der Krieger. Der Krieger hat sich alles gekümmert. Der Papa. Das Problem ist, ich rechne mit relativ vielen Leuten und ich habe mir den Apple-Laden neulich mal angeguckt. Ja, das könnte ein bisschen knapp werden, aber das Ach, muss komm. Der Apple-Laden ja selber wissen, was dabei sich veranstaltet und was Guck nicht. Guck mal, die stehen alle aufeinander, da passt das doch schon. Gruppenkuscheln ist doch immer was Feines, oder? Eben. Und wenn dann mal eben alle MacBooks weg sind, wenn der Laden, wenn der den Laden zumacht. Das ist ja nicht dein Problem. Von daher kannst du mal direkt eins mitgehen lassen. Eben. Ja, vielleicht machen wir es, vielleicht keine Ahnung, vielleicht geben, wo ich tierisch Bock drauf hätte, wäre mit der ganzen Mannschaft dann versammelt, nochmal schön zu Mc's gehen genau. und Cheeseburger bestellen. Mal so, ein Flashmob bei Mc's. Ja, so spontan, so mal eben 400 Cheeseburger bestellen. Gerade so ein kleiner McDonald's, den wir noch in der City haben, der wird da ganz schön überfordert mit sein. Das könnte nochmal ganz witzig werden. Ja, aber da würde ich Sachen Zeitung aus der Hand nehmen, ne? Und dann ran genau. an die Kartoffeln. Ran an die Kartoffeln, genau. Oh Mann, ne. Einfach schön Beef Jerky machen. Genau. Ja, also wie gesagt, am 10.11. ist ja dann das Abo-Treffen in Bremen und am 10.11. ist aber auch ein YouTube-Treffen in Düsseldorf. Ne? Also müsst ihr euch überlegen, wo ihr hingehen möchtet. Ich denke mal, die aus Bremen kommen, werden wahrscheinlich eher nach Bremen gehen als nach Düsseldorf. Und die aus Nein, wer will denn euch beide schon sehen, ja? Ja, was gibt es denn beim YouTube-Treffen in Düsseldorf? Ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall über 300 Zusagen. Ich habe aber keine Ahnung, ich habe nicht die Liste durch, also ich bin die Liste nicht durchgegangen. Also ich habe keinen Plan, wer da alles dabei ist. Ich finde es aber, da muss ich mal sagen, finde ich es echt cool vom Krieger, dass er dann hierher kommt, anstatt da hinzugehen. Ja, ich glaube, der wusste das ja nicht mal, dass da so ein Treffen ist in Düsseldorf, von daher. Egal. Auf jeden Fall wird es, denke ich mal, ganz cool werden. Und ihr macht ja bestimmt auch ein paar Videos, oder? So. Ja, wir werden Videos produzieren, bis uns die Nudel juckt. Also ich und Krieger haben hier richtig fett und richtig viel geplant. Also das ganze Wochenende. Jetzt muss ich mal kurz fragen, was hat denn eure Nudel mit dem Video produzieren zu tun? Ja, dass sie dann juckt. Naja, was ist denn das? Das hat doch keinen Zusammenhang. Das hat auch keinen Zusammenhang. Das sind einfach so Sprüche, die ich immer raushau. Oh Mann. Ja, die Nudel juckt mir, wenn ich die Nudel nicht kratzen kann. Und die Nudel kann ich nicht kratzen, weil ich Videos produziere. Na? Alles klar. Ist schon okay. Du musst jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich hab's verstanden. Ich bin Autist, ich darf das. Oh Mann, ey. So, weiter geht's. Okay, nächste Frage. Machst du denn mal wieder so ein Diss-Video wie bei CK's Padawan? Ja, Diss-Videos werden ein fester Teil werden. Ich habe einfach gemerkt, ich dachte immer, ich bin ohne Talente geboren worden, bis mir dann YouTube bestätigt hat, dass ich schreien kann. Und ist zwar nicht das tollste Talent der Welt. Ich meine, ich würde lieber aus dem FF Klavier spielen können oder sowas, aber ich weiß mein Talent zu nutzen. Und ich werde mit dem Krieger zusammen, wenn er hier ist in Bremen, werden wir zusammen ein Schrei-Video aufnehmen. Da werden ich und Krieger um die Wette brüllen. Und das kann ganz geil werden, da können sich die Leute drauf freuen. Aber was genau und worüber genau und blablabla, das sag ich noch nicht. Nur, dass wollt wir zusammen. Nichts verraten, wir wollen uns überraschen lassen. Eben, da könnt ihr euch drauf freuen, aber dafür geil. Mal gucken, wer besser brüllen kann, der Großmeister oder der Krieger. Ich wollte gerade sagen, ich könnte aber eher wetten, dass du besser schreien kannst, weil Krieger ist das nicht gewohnt, denke ich mal. Ja, Krieger ist vielleicht den Tag danach heiser, aber. Ja, gut, und das. Der hat auch schon ganz schön ein Organ, der Mann. Das stimmt. Na, ich bin gespannt. Wird bestimmt lustig werden. Ja, das auf jeden Fall. Ja, so, bist du Werder Bremen-Fan? Ich bin Werder Bremen-Fan, ich bin aber relativ enttäuschter Werder Bremen-Fan momentan. Okay. Ich bin mit Werder Bremen groß geworden. Ich habe meine erste Bratwurst, die ich gegessen habe, die habe ich bei Werder im Stadion gegessen, bei einem Spiel gegen Bayern. Oh Gott, das war 94 oder 95, da waren die meisten noch nicht mal geboren. Und ich habe im Weserstadion... war mein zweites Date mit meiner ersten Freundin gewesen. Das erste Date durfte sie sich aussuchen, das zweite durfte ich. Und das war nicht ganz so clever, da ins Weserstadion zu gehen. Ich habe schon immer den Bezug zu Bremen gehabt, auch wenn ich im Urlaub gewesen bin oder unterwegs gewesen bin. Ich habe immer geschaut, wie hat mein SVW gespielt und habe mein Trikot hier, habe mein Schal hier. Und wo wir Pokalsieger geworden sind, da war ich natürlich auf dem Marktplatz und habe damit gejubelt und gesoffen. Und ich muss aber sagen, in den letzten Jahren, da läuft wirklich einiges schief und ich bin der Meinung, man muss mittlerweile einfach mal den Verein einmal gründlich
gründlich auf links drehen, damit das da wieder vernünftig läuft. Ich bin jetzt keiner, der sagt, hier, der Verein muss krampfhaft Erfolg haben. Aber ich finde, eine Mannschaft wie Werder Bremen sollte schon die UEFA-Cup-Plätze in der Liga erreichen. Hm. Also, dass man da um den Abstieg spielen muss, das finde ich für eine Mannschaft wie Werder Bremen dann doch irgendwie ein bisschen unter... Traurig. Unter Potenzial auch. Wir haben wirklich gute Spieler, wir können wirklich wesentlich mehr. Deswegen, aber das ist eine Sache, das müssen Herr Arlofs und Herr Schaaf wissen, was sie da machen. Sollen sie schauen. Ich bin gespannt, was sie ändern. Hm. Na, mal schauen. Übrigens, ich hasse Aaron Hunt. Wenn ich den Namen höre, kriege ich Pelz. Okay. ist einer unserer Spieler und der wird momentan immer wichtiger und ich hasse den schon, seitdem er im Verein ist. Aber okay. Gut. Ja gut, darauf gehen wir jetzt mal nicht weiter ein. Ne, weil ja, das wird noch Stunden dauern. Eben. Okay, was hältst du davon, wenn Kinder Call of Duty spielen? Ich habe ja mit dem Manu, der ist 10 Jahre alt, ein Duel gemacht. Genau, der ganz süße, der kleine da. Der kleine Schnuggelige. Ich finde das gar nicht mal so schlimm. Ich habe ja mit seiner Mutti gesprochen, ob es okay ist, wenn ich das Video mache und bla bla. Mhm. Weil ich meinem 10-Jährigen musste sowas einfach bei ihm mit meiner Mutti abklären. Dann kannst du dich einfach irgendwelche Videos machen. Ja, das stimmt. Und ich finde das gar nicht so schlimm. Als ich klein war, ich habe mit meinem Opa GTA gespielt. Ich habe Doom, wer die alten Doom-Spiele noch auf dem PC kennt, habe ich gezockt. Ich meine, das war Pixel pur, aber du bist auch mit der Kettensäge rumgerannt und sowas, weißt du? Mhm. Ich habe auch schon immer Ballerspiele und sowas gespielt und aus mir ist, abgesehen davon, dass ich jetzt hier auf YouTube bin, ein ganz normaler Mensch geworden. Und ich glaube einfach, das liegt jetzt weniger am Alter. Es gibt einfach welche, die können mit ihren 10, 11, 12 Jahren damit relativ gut umgehen, dass es ein Spiel ist. Und es gibt welche, die können das auch mit 20 noch nicht. Das stimmt. Ich finde es Schwachsinn zu sagen, dass da jetzt irgendjemand, ich habe da Kommentare nach meinem Video gelesen, dass die jetzt da, weil die mit 10 Jahren Call of Duty spielen, dass sie da jetzt zu Massenmördern werden und bla bla, das ist alles Bullshit. Wer meint in seiner Schule, die Leute mit der Axt in den Schädel einzuhauen, dann macht das auch, wenn er nicht vorher Counter-Strike gespielt hat. Eben, das geht ja auch immer darum, auch wie das Umfeld ist. Wenn du zum Beispiel die ganze Zeit nur gemobbt wirst oder so in der Schule, dann ist klar, dass irgendwie sowas mal passiert. Und du musst kein Call of Duty spielen, um zu wissen, auf welcher Seite du eine Knarre anfäst. Eben. Und das finde ich relativ schwachsinnig genauso. Ich muss natürlich sagen, ich in dem Alter habe zwar so eine Spiele gespielt, aber ich war doch meistens draußen gewesen, bin durch den Wald getornt mit den Kumpels und weiß ich nicht was. Das finde ich wirklich schade, dass das immer weniger wird, dass die Kiddies wirklich nur noch zu Hause hocken. Das wollte ich gerade sagen, das ist aber auch unsere Generation die letzte gewesen, ne? Irgendwie, weil ich bin damals auch, ich glaube, ich so mit 17 oder so bin ich da mal wirklich so ein bisschen das, am PC oder so, aber davor eigentlich nur draußen, nur. Ja. Also irgendwie, tja. Ich war auch damals der festen Überzeugung, dass Straßenlaternen nur für den Grund erfunden wurden, den Kindern zu sagen, wann sie reingehen sollen. Ja, das stimmt. Deswegen, also, weiß nicht, find ich nicht in Ordnung. Entweder sind die Kiddies heutzutage saufen oder hängen vor der Konsole rum, also weiß ich nicht. Richtig. Gefällt mir nicht so ganz. Also, wenn ich später mal Kinder habe, dann werde ich die definitiv in den Ball schleifen. Aber. Kennst du das Spiel Räuber und Gendarm? Ja klar, kenne ich Räuber und Gendarm. Ja, das haben wir früher nur gespielt. Ja, wir waren ja eine Jungsgruppe. Wir haben uns immer aus Stöckern und blablabla Waffen gebaut und haben uns die Köpfe eingehauen. Geil. Ja, und das eine Mal haben wir im Wald, haben uns ein eigenes kleines Dorf aufgebaut. Wir haben halt mit so Brettern und mit Folien und mit allem möglichen Scheiß, hat sich da jeder so seine Hütte im Wald zusammengezimmert, so eine kleine, die halt so ein bisschen regensicher war. Da haben wir auch gepennt. Und das war so Bundeswehr-Trainingsgelände, dieser Wald. Und da haben wir uns dann halt immer Waffen gebastelt, Bögen und Schwerter und bla bla. Und dann waren Kronkorken waren im Prinzip unsere Währung. Geil. Und die haben wir dann so auf der Straße eingesammelt, wenn wir Kronkorken sehen, haben wir die mitgenommen und diese, wenn du von Cola-Dosen diesen Nippel da abbrichst, das waren halt sowas wie 50-Cent-Stücke und die Kronkorken waren sowas wie Euro-Stücke und haben wir da unsere Sachen gegenseitig hin und her verkauft, das war richtig witzig gewesen. Sehr geil. Na, Buden gebaut haben wir auch immer, aber nicht so in dem großen Stil wie ihr, also von daher. Genau, nee, das war ja nichts, wir hatten noch anderer Bauer bei uns, der eine aus unserer Clique war mit dem verwandt, der hat einen alten Kornspeicher gehabt. Und dafür, dass wir ihm auf dem Hof ein bisschen helfen durften, mit dem uns halt ausbauen. Und da hatten wir auch dann später Sofa stehen gehabt, Nintendo stehen gehabt, Fernseher gehabt und. Da haben wir immer gefeiert, da haben wir immer gesoffen, da haben wir mit 12 Mann alle versammelt auf Matratzen gepennt und sowas. Das war echt geil. Sehr geil. Das war so unser privater Jugendtreff, das war richtig cool. Und das finde ich wirklich schade, dass die Kiddies heutzutage echt dann nur noch vor der PlayStation hocken. Ja. Und wenn, dann auch alleine. Ich meine, früher, wenn ein Kumpel von mir für ein N64 neues Spiel hat, dann haben wir mit 6 Mann bei dem zu Hause gesessen und haben uns abgewechselt und den Controller immer hin und her gereicht. Also. Ja, aber trotzdem war es ja früher, ich habe ja damals auch, also wo ich glaube ich so 12 war oder so, Super Nintendo hatten wir gehabt und da haben wir Zelda gehabt, aber wie gesagt, das haben wir vielleicht mal so, ja, eine Stunde mal gespielt oder so, aber jetzt nicht so in der Klasse wie jetzt, ne, wo die dann wirklich so stundenlang dann irgendwie vorm PC hocken oder so, aber mal so ganz kurz mal so, wenn es mal draußen geregnet hat, ein scheiß Wetter war, mal drin ein bisschen gezockt, aber ansonsten waren wir eigentlich wirklich auch nur oder draußen oder so nach der Schule gezockt, wenn man die Hausaufgaben nicht machen musste und die anderen erst eh alle so Spätzeit hatten oder sowas. Genau. Oder abends dann, wenn man schon zu Hause sein musste und bevor man pennen geht oder so. Genau.
Aber halt nicht so in dem großen Stil, so wie heute. Also Ja. ist schon Okay. traurig von Gehen wir mal daher. weiter. Ja, rauchst du? Kannst mich das fragen, wenn meine Freundin nicht im Raum ist? Okay, nächste Frage. Was arbeitest Nein. Die muss gerade selber grinsen. Nein, bei mir ist das Ding, ich rauche, seit ich 14 bin. Okay. Hab mit 16, damals durfte man mit 16 rauchen, da war es dann nicht mehr cool, deswegen hatte ich da so halb aufgehört, bin aber nie so ganz weggekommen von Zigaretten. Also wenn ich mal wirklich so einen richtig stressigen Tag oder richtig stressige Woche habe, dann erwische ich mich auch, wie ich zum Kiosk renne und mir eine Schachtel Kippen kaufe, einfach nur, um mir eine anzuzünden. Okay. Aber so alltäglich rauchen, nein. Also Gelegenheitsrauche nur. Ja, genau. So Wenn ich die Stress Kippe habe danach oder und halt so. zum... Auch wenn ich immer die Kippe danach rauchen würde, dann wäre ich hier wieder Stammraucher. Nein, das Ding ist Okay. einfach wieder Gelegenheit. Mal aus Geschmack, aus Genuss und halt mal, wenn ich Stress habe oder so. Alles klar. Ja, gut. Dann, was arbeitest du? Ja, ich bin immer noch Verfahrenstechnologe. Da hat sich nach 20 Mal Fragen von 100 Leuten immer noch nichts dran geändert. Ich bin aber langsam aber sicher auf dem Weg dahin, ebenso wie der Krieger, Medienproduzent zu werden. Okay, Das cool. ist so ein Ziel, was ich jetzt so fürs nächste halbe Jahr bis Jahr anstrebe. Mal gucken, wie weit das umsetzbar ist. Aber wer weiß, wie lange es mit Verfahrenstechnologen noch ist. Aber bis dahin bin ich echt happy mit meinem Job. Okay, also willst du auch so später wie Krieger dann halt von YouTube leben können? Genau. Da unterstützt mich Krieger ja auch mit dem Padawan. Das ist ja auch der Grund dafür, einen die Selbstständigkeit mit YouTube zu erleichtern. Und dann schauen wir, was da so bei rumkommt. Wäre natürlich cool. Ich meine, ist ja auch für die Leute geil, weil ich kann ja auch wesentlich mehr Videos raushauen und alles Mögliche. Ja, und vor allem ist Die für haben dann dich ja auch halt mehr viel Spaß. einfacher, weil du dann keinen Stress mehr hast mit der Arbeit. So Eben. kannst du halt sagen, hier, nee, komm, ich mache heute mal ein paar Videos und so. Da musst du halt nicht sagen, ich muss aber eine Stunde auf Arbeit sein oder so. Stunde wäre schön. Ja, ich meine in einer Stunde, nicht eine Stunde auf Arbeit, sondern in einer Stunde muss ich aber auf Ach Arbeit. so, Weißt du, alles klar. so, Arbeit, weißt Bescheid. Ja, alright. Okay. Naja, ja, dann kommt auch gleich die Frage, wie bist du denn auf YouTube gekommen? Auf YouTube bin ich damals gekommen, also generell auf YouTube durch Sachen wie Lord of the Weed, Robin Hood Verarsche und all so ein Scheiß. Das waren so die ersten Sachen, die ich mir auf YouTube angeguckt habe. Diese nachsynchronisierten Fernsehserien und sowas. Gerade Lord of the Weed, oh mein Gott, oder dieses Bruce Lee-Interview, ich habe das so gefeiert. Und dann fing ich halt irgendwann an, auf YouTube mal ein bisschen zu gucken nach so Tipps für Ballerspiele, wie ich besser werden kann und bla bla. Da kam ich dann so vor 2, 2,5 Jahren auf den Kaboom. Und habe dann den relativ früh schon geguckt. Ich glaube, so wo er 1000, 2000 Abos hatte, habe ich angefangen, den zu gucken. Und habe auch so gesehen den Aufstieg des Commander Kriegers miterlebt und sowas. Und generell, wie dann immer mehr dazugekommen sind und wie German Taters aufsteigt und fällt und sowas. Und ja, ich gucke das Ganze schon ziemlich lange und habe dann jetzt halt vor, oh Gott, ich glaube Ende Januar, Ende Februar irgendwie habe ich meinen Kanal aufgemacht. Also, ich habe ja vorher Privatkanäle gehabt zum Liken und zum Kommentieren, aber da habe ich halt den Mr. Sentex-Kanal gestartet und seitdem bin ich halt selber aktiv auf YouTube. Fein, fein. Ich habe früher mal ein Video hochgeladen, wie ich einen besoffenen Kumpel von mir mit dem Edding angemalt habe, was haben sie mittlerweile gelöscht? Oh. Aber das war so, das zählt ja nicht wirklich als Aktivität auf YouTube. Ja, aber so. Ist doch ganz cool, oder? Ja, ich glaube aber, YouTube hat was dagegen, dass ich im Hitlerbart aufgemalt und einen Penis ins Gesicht bekomme und Oh mein sowas. Gott, schlimmer Finger, du. Ja, Ja, was sowas fällt. sollte man auch nicht machen, ne? Nee, man darf halt nicht als Erster einschlafen, wenn du mit Kumpels einen säufst. Der hat immer verloren. Okay. Das ist so. Oh Mann. Ja, du hast auch gerade schon Kaboom angesprochen. Dazu auch gleich die Frage: Hast du Kaboom als Freund in der PSN? Bei PSN habe ich ihn nicht. Macht auch nicht viel Sinn, weil er spielt den ganzen Tag lang Battlefield und ich spiele relativ selten Battlefield. Okay. Aber ich habe ihn bei Skype, ich habe ihn, schlag mich tot. Also, wenn ich ihn erreichen möchte, erreiche ich ihn. Und ich habe ja auch erfahren, ich war ja früher bei Roffel.io Supermoderator und habe letztens im Skype-Gespräch erfahren, dass wohl Kaboom auch öfters auf Roffel.io unterwegs ist und dass er da bestimmt schon mal den einen oder anderen Content von mir gesehen hat. Das war schon ganz witzig. Okay, cool. Also schreibt ihr doch schon ab und zu mal so nebenbei so. Ja, gelegentlich, gelegentlich. Jetzt wegen der Diss-Runde haben wir zum Beispiel geschrieben, ob das so für ihn in Ordnung ist und bla. Also man hat schon so ein bisschen Kontakt. Nicht so extrem jetzt wie mit dem Krieger, aber ich sag mal so, ist jetzt nicht so, dass ich und Kaboom uns hassen. Also wenn ich wirklich mal was hab oder wenn irgendwo mal was ist, dann erreiche ich den. Schön. Naja, vielleicht wird es ja auch noch eine große Freundschaft werden zwischen euch beiden. Ich sag mal, letztens die Sky-Konfi war schon extrem witzig, also. Ach so, ohne mich? Aha. Nee, Spaß. Okay, ja, die nächste Frage ist genial. Wo stellst du deine Stimme in der Online-Welt oder ist die real? Oh Gott, ich wurde erwischt. Ja,
Normalerweise muss ich dazu sagen, wenn wir jetzt privat oder so in Skype reden, dann klingt der immer wie bei den Chipmunks, so ganz lustig. Ja. Genau. Aber ja. Meine normale Stimme ist nämlich wesentlich piepsiger und damit ist mir es natürlich immer peinlich, damit so Videos zu machen und sowas. Und deswegen habe ich mir halt angewöhnt, wenn ich dann Videos mache, so ganz normal und vernünftig und ein bisschen mit tieferer Stimme zu reden. Erst dachte ich, dass ich so ein bisschen einen auf Gronkh mache und dann dachte ich mir, nee, komm, lass es einfach ganz normal. So wie du immer redest und dann passt das schon. Genau. Wisst du Bescheid? Also, wenn ihr mal in der Straßenbahn an jemanden vorbeiläuft, der so redet wie ich, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es ich bin. Sicher, ich bin ja, ja auch schon in der Straßenbahn erkannt worden, ja. Echt? Ja, ich war am Telefonieren gewesen und dann tippt mich einer auf die Schulter und sagt so, ich kenne dich von YouTube. Ich sage, scheiße. Süß, geil. Und ich war ja jetzt am Rübekamp hier in Bremen gewesen, das ist ja so eine Berufsschule. Mhm. Und da hatte ich halt auch dann mich so vorgestellt, wer ich denn so bin und bla bla. Und dann kam auch gleich einer, ja, ich kenne deine Stimme, kommt mir voll bekannt vor. Und ich so, ja, woher wohl nur? Wie geil. Von YouPorn. Genau. Da synchronisiere ich schwedische Pornos. So sieht's nämlich aus, Leute. Ja. Oh Gott, das wäre voll der geile Job, ey, Pornos synchronisieren. Ich stell's mir gerade vor, du bist echt Pornosynchronisator. Oder ich will's mir gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Doch, das wäre so witzig. Ich stell mir gerade so einen Typen vor, hässlich wie die Nacht, wie dieser Olaf Schmidt oder wie er heißt, dieser Komiker mit seinem Polunder und sowas, weißt du? Steht da vor so einem Mikrofon und so, oh Baby, oh komm her, ich nehme dich jetzt ran und so. Ich würde mich totlachen, Leute. Ich mich, oh Gott. Oh Mann. Ja, so frag doch mal an, ob du sowas werden kannst. Ja, bestimmt. Suchen die immer. Oh Mann. So, okay, war mal das nächste. Was ist dein Lieblingsspiel? Monopoly? Achso, oder meinst du so Konsolenspiele? Ja, keine Ahnung, hier steht bloß ein Lieblingsspiel. Also mach einfach mal für alles. Mach mal also für den Playstation. Lieblingsspiel generell, also mein Lieblingsbrettspiel ist Monopoly, weil ich in meinem ganzen Leben noch nie Monopoly verloren habe. Echt? Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum, ich bin einfach zu gut in diesem Spiel. Na, du bist doch garantiert auf www.monopoly.cheat.de gegangen, oder? Ja, monopolyhex.com. Da habe ich mir so Wallhack und Namebot gekauft. Genau. Für Monopoly. Und seitdem, ja, habe ich halt Dauerradar an und da gewinne ich. Und, nee, also Monopoly zocke ich tierisch gerne. Dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, Black Stories? Nee, sagt mir jetzt gar Black nichts. Black Stories ist ein Ratespiel. Das haben wir damals in der Schule oft gespielt. Da hat unser Lehrer quasi dann sich so, das sind so im Prinzip so Karten, da stehen so Geschichten drauf. Okay. Wie ist diese Geschichte vor? Und dann müssen halt die Leute raten, müssen halt Fragen stellen, dürfen nur Fragen stellen, die mit Ja oder Nein beantworten kannst. Ah, okay. Das sind so ganz, ganz merkwürdige Stories, also meistens Mordfälle oder sowas, ne? Und dann musst du halt erraten, wie es dazu kam und was da passiert ist und weiß ich nicht was. Und, und auf der Rückseite steht halt die Lösung drauf und das sind teilweise so geile Sachen dabei. So geile Sachen dabei und spiele ich tierisch gerne, auch wenn ich die mittlerweile fast alle auswendig kenne. Aber hat mir auch tierisch Bock gemacht und wenn es um Ballerspiele geht, muss ich sagen, die Call of Duties gefallen mir tierisch gut. MW3 hin oder her, ja, natürlich hat jedes Spiel so seine Fehler und Sachen, die nerven. Ich sag mal, wo ich aktiv MW2 gezockt habe, habe ich darüber auch abgekotzt, über die Tubes und über Kommando und weiß ich nicht was. Und genauso hat MW3 seine Fehler, genauso hat Black Ops seine Fehler. Okay, Black Ops sieht einfach total beschissen aus, deswegen zocke ich das nicht. aber die Call of Duty-Dinger gefallen mir tierisch gut und ich spiele wirklich gerne Borderlands, wie bekloppt. Egal ob Teil 1 oder 2, bin ich süchtig nach. Allein die Grafik und diese Spielwelt finde ich hammer. Ja, die Grafik ist ganz cool gemacht, das stimmt. Ja, so einzigartig halt. Also gibt es halt nicht so oft. Gibt es überhaupt so ein Spiel mit so einer Grafik? Nee, ne? So im Comic-Stil? Ja. Kennst du 13? Nee. Relativ altes Spiel für die PlayStation 2, glaube ich. Okay. Das war so mit das erste, was ich kannte, was in so einem Comic-Stil gemacht wurde. Aber gibt es schon ab und zu, aber wirklich, wie du sagst, nicht sehr oft. Und was ich auch tierisch gern zocke, ist Oblivion. Also nicht Skyrim, sondern den Vorgänger. Den Vorgänger. Ich glaube, ich könnte dieses Spiel blind let's playen. Ich würde wahrscheinlich trotzdem noch das Spiel locker durchzocken und jede Nebenquest erledigen. Ich könnte aus dem FF könnte ich da irgendwie so ein Spielehandbuch zuschreiben. Ich kenne das so fucking auswendig, dieses Spiel. Okay, cool. Und, aber das heißt natürlich auch, ich kenne es natürlich in- und auswendig, weil ich es, glaube ich, gefühlt 30 Mal durchgezockt habe mit sämtlichen Add-ons und sowas. Ist tierisch geil, das Spiel. Gefällt mir auch wesentlich besser als Skyrim, auch wenn Skyrim hübsch aussieht. Ich würde sagen, es wurde vielmals wurde damals gesagt, dass Oblivion nicht so toll sein sollte wie Skyrim, weil auch die Welt irgendwie kleiner ist, oder? Ja, natürlich. Ich sag mal, von 2006 auf, ich glaube 2011, wo Skyrim auch rauskam,
haben die Spieleentwickler ja viel mehr Möglichkeiten. Ja, das stimmt. Aber ich habe einfach mich in die Spielewelt und in die Charaktere in Oblivion verknallt. Hm. Auch in die Story mit diesen Oblivion-Toren finde ich wesentlich geiler als mit den Drachen. Und weil das mit den Drachen, das ist mir dann wieder zu abgestumpft irgendwo. Das ist zu Fantasy-typisch, sag ich jetzt mal, das am Drachen laufen. Und ich finde es geil, dass Skyrim in diesem nordischen Stil gemacht ist, in diesem Wikinger-Stil, sag ich jetzt mal. Das finde ich als Norweger finde ich geil und habe mich tierisch drauf gefreut. Aber ich muss sagen, Oblivion gefällt mir wesentlich besser. Okay. Ja gut, ja, ich sage mal, jeder das seine, ne? Eben, ich bin auch generell nicht so eine Grafikhure. Also ich kann Leute nicht verstehen, die sagen, das Spiel ist besser, weil es eine bessere Grafik hat. Nee, das ist doch scheißegal. Hauptsache die Story ist cool. Eben, ein richtig gutes Spiel erkennst du daran, dass du stundenlang zockst und es kommt dir vor mit Minuten. Eben. Ich habe letztens auch, was war das gewesen? Nicht You Killing Your, wie heißt es denn, verdammt, Your Primal Carnage. Kennst du das? Das Dino-Metzel-Spiel, ja. Ja, das ist von der Grafik her auch nicht so die Bombe, aber das macht so Spaß, ey. Eben. Das ist einfach das, was ein gutes Spiel ausmacht, dass es einem Spaß macht. Ja, das stimmt. Deswegen bin ich auch kein Freund von jedes Jahr ein neues FIFA und jedes Jahr ein neues Need for Speed, weil das ist für mich immer wieder jährlich aufgewärmt derselbe Müll. Das stimmt. Ich habe ein FIFA 2009 habe ich hier. Ich brauche kein FIFA 13, weil ich das Einzige, was ich habe, ist, es sieht hübscher aus und es ist aktuell. Aber wenn es mir einfach nur darum geht, so ein bisschen Fußballgames mit einem Kumpel zu zocken, da reicht FIFA 09 vollkommen aus. Ich wollte sagen, ändert sich überhaupt was dran, außer halt, dass ja, neue Spieler dazu kommen? Ja, es wird natürlich wieder ein bisschen feinfühliger, es wird wieder ein bisschen genauer, es wird wieder so, ne? Aber das ist einfach so, es wäre für mich jetzt kein Grund, jedes Jahr da 70 Euro für auszugeben. Nee, also dann macht man macht groß Kohle damit, also ich denke mal, einige verdienen damit ganz gutes Geld. Also. Ja, klar, du musst ja im Prinzip nicht viel machen, außer die Grafik noch mal ein bisschen hübscher durchrendern und die Spieler zu aktualisieren. Das ist ja, entwicklungstechnisch ist das ja ein Klacks verglichen mit einem nagelneuen Final Fantasy oder sowas. Das stimmt. Was sich ja quasi, ich sag mal, fast in jedem Teil neu erfindet. Das stimmt, ja. Naja. So, gehen wir mal weiter, bevor ich mich hier noch weiter mit meinem Spielewissen. Ach nein, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, von daher. Dafür zocke ich schon zu lange. Okay, dann gehen wir mal direkt weiter. Auch so in dem Bereich PlayStation 3 oder Xbox 360. Oh, das ist eine miese Frage. Mhm, deswegen habe ich es gestellt. Was ich bei der Xbox geil finde, ist, dass du für den Online-Modus bezahlen musst. Das finde ich insofern geil, weil die Leute wesentlich vernünftiger mit ihren Accounts umgehen. Auf der PlayStation hast du, finde ich, wesentlich mehr Hacker und Tuber und all so ein Scheiß, wenn man es jetzt mal auf Call of Duty bezieht, weil die Leute auf der Xbox weniger Bock haben, irgendwelche Meldungen zu kassieren, nachher den Account gesperrt zu kriegen. Auch irgendwelche, ich weiß nicht, weil wenn du da gesperrt wirst, kannst du zwar einen neuen Account erstellen, musst aber wieder bezahlen, damit du online zocken kannst. Und ich habe einfach das Gefühl, auf der Xbox hast du oft die vernünftigeren Leute. Auf der PlayStation sind wirklich so viele Schwachmaten unterwegs. Ich meine, ich bin ein PlayStation-Kind. Um die Frage mal zu beantworten. Ich bin mit der PlayStation groß geworden und ich zocke liebend gerne auf der PlayStation. Aber wenn es um die Leute geht, finde ich die von der Xbox besser. Wenn ich jetzt aber sagen muss, um den Controller. Ich hasse diesen Xbox-Controller wie die Pest. Ich finde er geil in der Hand. Ich finde die Knöpfe geil. Ich hasse aber diese scheiß Analog-Sticks. Ich kriege Brechreiz, wenn ich die Dinger sehe, weil ich bin von der PlayStation gewohnt, dass die halt so wie so ein gedomed sind, also so abgerundet sind. Ja, und nicht wie auf der Xbox nach innen gebeult. Ich weiß nicht, welcher Vollidiot auf die dämliche Idee gekommen ist, die Dinger nach innen zu beulen. Weil jetzt musst du den Finger ja da reinstecken, sag ich jetzt mal, um vernünftig zielen zu können. Und auf der PlayStation legst du ihn gemütlich auf den höchsten Punkt, dann kannst du so geil mitspielen. Ansonsten, also wenn der Xbox-Controller die Sticks von der PlayStation hat und nicht dieses blöde A, B, X, Y, R, B und R, T, sondern auch mit R1, L1 und so beschriftet ist. Was ich wesentlich, ich weiß nicht mehr, wofür L, B und L, T stehen. Keine Ahnung. Weil, L1 und 2 ist relativ offensichtlich. Ja, vielleicht kann das ja irgendeiner im Kommentar beantworten. Wahrscheinlich ist es T für Trigger, wenn du diesen Abzug hast, und B ist für, weiß ich nicht, benutzen oder so. Genau. und das ist halt das Problem, du zockst den ganzen Tag auf der PlayStation, gehst danach an deine Xbox, spielst Call of Duty, möchtest auf den Gegner zielen, schmeißt ihm eine Blendgranate ans Ohr, weil ich erst mal gewöhnen muss, dass die Knöpfe eher hinten sind. Deswegen ist es bei mir so ein Hin und Her. Ich find Xbox-Controller liegt saugeil in der Hand. Und ich bin jetzt dabei, mir so einen SCUF-Controller zu organisieren, der dann auch abgerundete Sticks hat. Dann kann die Xbox wahrscheinlich wieder punkten, aber momentan bevorzuge ich doch die PlayStation. Okay. Ja, ich muss dazu sagen, bei mir war das damals auch, weil du gerade sagst, deswegen umgewöhnen.
Ich habe ja mir Black Ops das erste Mal geholt für die PlayStation, wo ich noch eine hatte. Und ja, da habe ich halt so ein bisschen gespielt und so. Und das ging gar nicht, weil ich kann es halt von Battlefield 3 bei der Xbox. Das ist ja eigentlich gleich. Battlefield und Call of Duty von ja, Schießen und so ist ja überall gleich bei der Xbox. Aber dann von Xbox dann auf die PlayStation Black Ops, also das ging gar nicht klar. Ich Ja. konnte es überhaupt nicht, weil das echt genau andersrum halt mit Schießen, Granate werfen, wie du schon sagtest. Ey, das ist. Nee. Ja, Das muss ich geht sagen. gar Aber ich finde das nicht. bei der PlayStation, finde ich, schöner gelöst. Was ich bei Xbox geil finde, sind halt diese Triggerknöpfe, dass du wirklich tief reindrücken kannst, den Knopf, dass du bei Autorennspielen richtig so eine Art Gaspedal hast, was du ein bisschen feinfühlig bedienen kannst. Aber beim Zocken nervt mich das, weil ich den Knopf so unheimlich. Ich drücke zu viel. Ich kann ihn zu weit reindrücken, was ich gar nicht brauche. Um es jetzt mal Du extrem zu sagen. drückst Aber den gut. kaputt. Aber dafür hole ich mir einen SCUF-Controller. Da kann man das alles einstellen, anpassen und dann habe ich den ganzen Kram nicht mehr. Ja, ist dann auf jeden Fall einfacher für dich, denke ich mal. Hoffe ich. Ich hole ihn mir eigentlich nur wegen den Sticks. Der ganze andere Kram ist mir eigentlich Wie relativ teuer egal. sind denn überhaupt solche SCUF-Controller? Gott, ich glaube, die liegen so im 80 Pfund bis 110 Pfund oder so Bereich. Okay. Ja, geht ja. Muss ich nochmal genau, je nachdem, was für ein Modell du nimmst und ob du dir einen anfertigen lässt und Sonderdinger reinnimmst oder ob du einfach so ein Standardmodell von denen nimmst. Du kannst auch deinen Xbox-Controller hinschicken und dann motzen sie dir im Prinzip nur auf, dann wird es auch wieder billiger, weil du keinen Controller einkaufen musst. Okay. Sondern das Grundgerät, den schon bringst und sowas. Also das ist da relativ unterschiedlich bei denen. Kannst du deinen alten Controller dann verlosen? Nee, ich behalte die immer. Ich meine, es geht immer mal hier einer kaputt und Wurfcontroller, what the genau. fuck? Ich Und brauche das auch geht. einen. Ich brauche aber einen mit Gummiseil dran, dass ich ihn hier aufstehen muss, um den zu holen. Geil. Du musst dir, genau, du musst dir ein Gummiseil dran machen. Wenn du schießt, dann schießt es dann zurück genau auf deinen Kopf. So. Ja, das wäre natürlich der Oberfail. Kriegst direkt immer gleich eine gewamst, ne, wenn du den Controller wegschmeißt. Das Ja, ist doch mal bam. genial. Das ist gleich so eine Erziehung, weil es jetzt so batz nicht drin. Genau. Alter, wie geil ist das denn? Naja, okay, wollen wir weitergehen hier? Darf ich dich mal besuchen? Wohne in der Nähe und bringe auch eine Kiste Cola mit. Also, dass derjenige eine Kiste Cola mitbringt, ist schon mal von Vorteil. Das andere ist aber, mit dem mich besuchen, ist natürlich das eine. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt einmal jemanden zu mir nach Hause hole, habe ich den nächsten Tag seine Schulklasse hier stehen, den Tag danach seinen Freundeskreis und den Tag danach deren Freundeskreis. Und das würde ganz, ganz schnell die Runde machen, ich sag mal, in den Fans aus Bremen und bla bla, wo ich denn genau wohne. Und da würde meine Freundin mich köpfen, wenn hier irgendwelche 13-jährigen Jungs im Garten stehen und ihre Schlübbe auf den Balkon werfen und irgendwelche Justin Bieber, ich will ein Kind von dir Plakate basteln. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich so fame bin und bla bla. Ich hoffe mal, die Leute verstehen, Echt, hören. Alter, du bist voll famegeil, ey, Ich geht glaube, gar die nicht. Leute hören da den Sarkasmus raus. Naja, du, da wäre ich mir nicht mehr so sicher, ne? Also. Ja, gut, okay, es gibt wirklich einige Braten. Na, Damit einige schreiben garantiert jetzt drunter, oh, Mr. aber Semtex, du bist voll famegeil. lieber Zuhörer, du bist nicht damit gemeint. Nur die anderen. Man meint in solchen Fällen immer die anderen. Das stimmt, Nicht. ja. Und Dings, ja. Also wie gesagt, ich habe zum Beispiel mich letztens mit Abonnenten getroffen. Der eine hat für mich ein Bild gemalt. Ich Süß. glaube, im Kunstunterricht hat sich eine Leinwand gekauft, hat sich so Graffiti-Stifte gekauft und hat dafür für mich ein Bild gemacht. Und fand ich richtig nice, deswegen habe ich mich mit dem in Bremen getroffen, da hat er mir das überreicht, da haben wir noch ein paar Stunden durch die City geguckt, haben zusammen Eis gegessen und waren zusammen Fischbrötchen essen und haben gelabert und geschnackt. Ich habe dem so ein bisschen was unterschrieben und sowas. Und das hat Cool. echt Bock gemacht. Also war so ein Mini-Abonnententreffen, sagen wir es mal so. Und das war schon echt cool, muss ich sagen. Also Jungs und Aber Mädels, malt den Semtex ein Bild, dann könnt ihr euch den auch mal treffen, ne? und das war überhaupt kein Ding. Aber so bei mir zu Hause muss ich sagen, weniger. Ein No-Go. Aber er kann mich gerne vielleicht mal zu sich nach Hause einladen mit einer Kiste Cola. Da kann man vielleicht nochmal drüber reden. Aber Genau. Kiste Cola ist das entscheidende Argument. Irgendwie schon, ne? Naja, wenn du so schnell zufriedenzustellen bist mit einer Joa. Kiste Cola. Von daher. Naja, ja, was sind denn deine nächsten Pläne für YouTube? Meine nächsten Pläne für YouTube. Oh Gott. Wie Du jetzt stellst YouTube? ab. Warst du nicht irgendwie bei YouPorn vor uns noch gewesen? Also irgendwie. War ich vorhin auch, aber irgendwie bin ich jetzt wieder auf YouTube gelandet. Nein, Was ist YouTube? ja, YouTube.
Genau. Meine nächsten Pläne für YouTube sind, also es läuft ja momentan das Dishonored Let's Play, dann kommt ja ein Halo 4 Let's Play, dann mache ich natürlich weiter Commentaries, dann mache ich mit Kriya ja das Road to Commander hoch 2. Dann werde ich meine Schreivideos machen, das sind so die Projekte, die kommen. Der Duel-Donnerstag ist auch fester Bestandteil. Und ja, was ich vorhabe, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich möchte irgendwann mit YouTube selbstständig werden, möchte dann darüber mein Geld verdienen und mir gemütlich den ganzen Tag den Arsch abschimmeln und wie so ein Harzer bis mittags im Bett liegen und den ganzen Tag nur zocken und ihr Idioten klickt auf meine Videos, ne, so wie man es immer dann zu hören kriegt. Nein, ich möchte wirklich später Medienproduzent machen, habe ich tierischen Bock drauf. Vor allem mit dem Krieger dann zusammen. Ich habe schon mit Gedanken gespielt, ob ich dann irgendwo nach Düsseldorf oder sowas runterziehe, damit wir wirklich viel zusammen machen können und sowas. Und muss man alles schauen, wie weit sich das entwickelt. Ich werde jetzt erstmal mit der Selbstständigkeit abwarten, die nächsten 2-3 Monate, wie das überhaupt läuft mit Kriegers Kanal und wie da die Videos geguckt werden und sowas. Und weil ich sag's mal so, ich möchte natürlich auch nicht meinen Lebensstandard zurückschrauben. Wenn ich jetzt mit YouTube nur die Hälfte verdiene von dem, was ich jetzt verdiene, macht das für mich keinen Sinn, mit YouTube selbstständig zu werden. Ja. Und ich darauf dann noch Steuern zahlen darf und, dann, ja, weiß ich nicht. Dann macht das für mich nicht viel Sinn. Da muss schon dementsprechend die Basis für sein, dass man die Selbstständigkeit, dass sich die Selbstständigkeit lohnt. Und das wird einfach noch Zeit brauchen. Eben. Und man sollte nicht gleich alles überfliegen, ne? Also, genau, man sollte schon auf dem Boden bleiben. Eben, man muss im Prinzip seine Schäfchen im Trockenen haben. Wenn zum Beispiel der Krieger, der hat seine Eigentumswohnung, der hat seine Ersparnisse, der hat alles. Eben. Wenn bei denen von heute auf morgen YouTube dicht gemacht wird, der kommt zurecht. Aber da muss man erstmal schauen, dass man da ranklüpft und dann passt das schon. Ja. Aber das ist so das, wo es im Prinzip irgendwann mal hin soll mit YouTube. Aber ich glaube, fast jeder YouTuber würde davon mal wünschen, oder? Von YouTube ja, leben zu genau, können. Jeder wünscht sich das, aber ja. Keiner gönnt es dem anderen. Das ist so, finde ich. Das stimmt, ja. Das ist im Moment extrem auf YouTube, aber wirklich extrem. Eben, es ist einfach viele, viele Night-Hater und das ist einfach eine Sache, die finde ich schade. Ich finde es einfach schade, wirklich jemandem nicht das zu gönnen, was er hat. Weil man es vielleicht selber nicht hat. Ich will nicht sagen, dass jeder Hater ein Neider ist. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt auch welche, die haten einfach, weil sie denjenigen nicht mögen oder weil derjenige die mal beleidigt hat oder sowas. Aber dieses Neid-Haten mag ich überhaupt nicht. Dieses, du hast mehr Abos als ich, du Arschloch. Oder ja, sowas. Das ist aber genauso wie beim Partner werden. Ja, alle YouTube-Partner werden voll als klickgeil, geldgeil beschimpft. Aber ganz ehrlich, wenn einer von euch das Angebot bekommen würde, YouTube-Partner zu werden, würdet ihr dann Nein sagen? Eben, das ist genau das Ding. Und vor allem, es ist noch die Sache, wie gehen wir mit der Verpartnerung um? Es gibt YouTube-Kanäle, die stellen als Beispiel ein, dass sie nur Werbespots vor jedem ihrer Videos krampfhaft laufen haben. Und zwar diese, die so immer 20, 30 Sekunden gehen, die du nicht überspringen kannst. Kann man das einstellen? Das kannst du alles einstellen. Echt? Du kannst ja einstellen, was für eine Art Werbung laufen soll. Und okay. Solche gibt es auch. Natürlich kriegst du für so eine Werbung mehr Geld. Ja klar, und, weil die Leute ja 30 Sekunden anschauen müssen. Eben, und es gibt noch, wie gesagt, und es gibt dann halt welche, wie jetzt zum Beispiel den Krieger oder wie auch mich, ich weiß nicht, wie du es jetzt mit der Werbung handhabst, aber ich denke, du wirst es genauso handhaben, dass man da so einen Mix macht. Ja. Und das ist nochmal, finde ich, eine andere Sache. Und wirklich geldgeile Leute, ich meine, es gibt auch YouTuber, die haben PayPal-Links in ihrer Beschreibung, damit du denen Geld spenden kannst. Das finde ich eine Sache, die ich finde. Hey, das müssen wir auch machen, Semtex. das ist bei den Amis sehr beliebt, das fängt auch langsam aber sicher bei den Deutschen an, sich Geld von Abonnenten schenken zu lassen. Oder was ich auch oft auf Facebook lese von irgendwelchen oder bei Twitter oder sowas, irgendwelche Kommentatoren, die sagen, ja, ich brauche noch 5 Euro PaySafe Card, damit ich mir ein neues Spiel kaufen kann, wer unterstützt mich? Weiß ich nicht. Das ist wirklich der Punkt, wo ich sage, nee, also meine Abonnenten anbetteln nach Geld. Oder wie in Fällen von manchen. Wollte ich sagen, weil ich denke, wenn man arbeiten geht, dann kann man sich das auch selber leisten. Eben, oder in so Fällen von manchen Bastelfreaks, sage ich jetzt mal so, ohne jetzt einen Namen zu nennen, die permanent auf Likes geilen und sowas und auf Klicks geilen, damit sie halt über ihre Videos mehr Geld verdienen. Ich sehe das so, wer meine Videos klickt, der klickt sie an. Ja. Wenn ich dafür was bekomme, bekomme ich was. Und, wenn nicht, dann halt nicht. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und, so ist das einfach. Eben. Aber egal, wir sind alle klickgeil, geldgeil und fame. Sowieso. Ich darf nicht darüber reden, was ich mit YouTube verdiene, aber ich kann euch sagen, Leute, ich verdiene mit meinem richtigen Job. Da darf ich 2 Eiskugeln davon leisten, ja. Genau. Ich kaufe davon Tüte Haribo und dann ist gut. Also, da verdiene ich mit meinem richtigen Job wesentlich mehr und ihr sagt ja auch nicht, dass ich geldgeil bin, nur weil ich morgens zur Arbeit fahre. Eben. Also, das macht mich ja auch nicht geldgeil. Oder dass ich Geld dafür verlange, dass ich in meiner Firma arbeite. Also, das ist selbstverständlich und so ist es auch mit YouTube. Wenn man eine gewisse Größe hat, wenn man ein gewisses Publikum hat, dann hat man es meiner Meinung nach auch verdient, dafür ein bisschen was zu bekommen. Ist auch mit Musikern so. Du kannst noch so eine tolle Garagenband haben, aber eine Band, die ihre CDs verkauft, verdient einfach ein bisschen mehr Geld. Richtig, genau.
Aber komischerweise ist es nur auf YouTube so mit den ganzen Neidern und so. Ich glaube, so in der Ach, das hast du Musikszene oder auch. so ist das auch so, ja. Ich kann es mir gut vorstellen. Ich stelle mir gerade vor, ich bin so ein gescheiterter Künstler, so ein One-Hit-Wonder. Ja, Ne? okay, dann. Sagen wir so, oh, vor 5 Jahren habe ich mal hier Top 10-Hit gehabt und dann haben sie You're mich alle my fallen love, gelassen, nur you're um my den und soul. den. Genau. Haben sie mich alle fallen gelassen, nur um den jetzt zu pushen und bah, was bin ich jetzt neidisch auf den. Oder auch mit Models ist das ja auch ganz schlimm. Wenn ich mir Germany's Next Topmodel angucke, Alter, die Mädels, die Die da müssten alle molesten, raus. wenn die da rausgeflogen sind, Ja, ne? das ist ja heftig, ey, das ist ja heftig. Vorher lächeln sie sich an, nehmen sich in den Arm und alles ist dutti und kaum fliegt der eine raus. Der blöde Fatze, ich hab sowieso gehasst. Und ihre Schuhe sind heftig und ihre Federn sind schief und Gott, ist das übel. Das stimmt, ja. Naja, auf jeden Fall ist es immer lustig. Also, wie gesagt, YouTube-Partner sind sowieso immer böse und da kann man auch nichts dran. Zumal es ist ja auch wirklich unzumutbar, sich 5 Sekunden Werbespot anzugucken. Eben. Und das Das auch noch ist ja. kostenlos. Ja, eben. Das kommen wir noch mit Ich sag dazu. auch mal, der Vergleich ist der Hammer. Wenn du jetzt zum Beispiel im Wenn ich Fernseher was Fernsehen gucke, schaust, das ja, habe ist ich 10 vielleicht eine Minuten halbe Werbung. Stunde, wollte ich so eine halbe Stunde filmen und 10 bis 15 Minuten Werbung. Also ich habe letztes Mal geschaut, das Du waren wirklich musst drei, 4 Minuten. noch dazu sagen, du hast ja Jeez. vor deiner Serie Werbung, auch wenn es Ja. nur diese Serie wird dir präsentiert von so und so ist, dann hast du in der Serie Werbung oder hast du danach ja meistens auch noch Werbung. Ja, eben. Und du musst entweder den Block davor oder den Block danach halt noch mit zu deiner Serie dazuzählen. Und dann kommt noch mit dazu, dass hier mittlerweile alle so geil sind und mitten während der Sendung Banner hochploppen Oh, lassen, das finde ich schlimm, sowas, wo ey. ich Oh. richtig aggressiver werde. Ja, Das weil es kriegt meistens bei den Vox. interessantesten Stellen immer kommt. Das kriegt Vox momentan super hin mit seinem scheiß X-Faktor. Du Ja. bist am gucken, auf einmal blitzt da so ein X auf. Das Und stimmt, ja. das macht mich tierisch sauer. Und was ich auch sagen muss, was ich hasse, ist für einen Spot unterbrechen. Du guckst die Serie, jetzt kommt nur ein Spot. Genau, und das ist ein Spot und Präsentiert danach kommt von, 15 mit Minuten freundlichen Werbung. Grüßen von, dann Ja. kommt der Spot und jetzt geht's weiter, präsentiert von, mit freundlicher Unterstützung von. Und das sind dann 6 Spots gesehen oder sowas, weißt du? Ja, das Und das stimmt. finde ich wirklich, und das ist meiner Meinung nach wirklich geldgeil. Wenn man sagt, okay, man macht seinen Werbeblock, um sein Geld zu verdienen, um die Kosten drin zu haben, okay, aber dieses für einen Spot unterbrechen, da wird Firma XY wahrscheinlich eine fette Summe für bezahlen müssen. Und das finde ich dann, ich meine, wenn ich könnte natürlich auch meine Videos nehmen, wird auf der Hälfte würde ich schneiden und würde mich von irgendeiner Firma bezahlen lassen, deren Werbespot da im Video einzufügen. Dann kann es keiner überspringen. Ja, Außer halt, nochmal. er kann es halt über die Timeline, sag ich mal, überspringen, aber dann ist es halt im Video drin. Das ist eine Möglichkeit, die gibt es hier auch noch. Und das mache ich ja nicht. Nee. Und da wäre dann wieder der Punkt, wo man sagt, Geld geil oder Geld, nicht Geld geil. Ja. Aber wie gesagt, ich zum Beispiel benutze keinen Adblocker. Ich auch Brauche ich nicht. nicht, weil ich sage mir, Ja, weißt du, ich schon. wenn, dann unterstütze ich auch die Leute, weil die machen ja auch was dafür, weißt du? Eben erstmal das und vor allem, Daher. auch wenn ich auf irgendeine Website gehe, dann klicke ich das blöde Pop-up-Fenster halt weg. Eben. Oder ich gucke einfach nicht am Rand hin, wenn da Werbebanner sind. Nein, man kann sie auch ein bisschen Wobei das ja einstellen. bei YouTube kann man das ja auch wegdrücken, also von daher. Eben. Und Ich wenn man mache zu da doof nichts. ist, einen Pop-up-Banner wegzudrücken und sich dann auf diese Seite anmeldet, ja, dann ist man meistens auch zu doof, einen Adblocker zu installieren. Richtig. Naja, egal, wir wollen jetzt mal hier nicht lästern, ja, Genau, das ist über. ja schon fast ein Dual-Commentary zum Thema von Geldgeilheit auf YouTube. Eben, das heben wir uns mal noch auf, ne, für irgendwann mal in Genau. 6 Monaten. So. Genau. Okay, auf welche Art Musik stehst du denn? Ich höre wie bescheuert alles, was mit Gitarren gespielt wird. Also, ich sag mal, wir rattern jetzt mal durch. Ich werfe mal so einen halben Blick in mein CD-Fach rein. Wir haben da Billy Talent, wir haben da Rise Against, wir haben da Slipknot, wir haben da Marilyn Manson. Ich wollte gerade Marilyn Monroe sagen. Weil ich gerade sagen, Marilyn Monroe, okay. Marilyn Manson, wir haben da Bullet for My Valentine, wir haben da einmal rauf und runter das ganze Alphabet und höre ich sehr, sehr gerne. Wobei ich sagen muss, Stefanie hört sowas gar nicht. Also meine Freundin, für die, die es nicht wissen. Und hört halt mehr so diese Chartmusik. Also diese Popmusik, sage ich jetzt mal, was so aktuell ist und Kalcha Candela und sowas. Wo ich mir sagen muss, wenn ich Kalcha Candela auch nur den Namen höre, da kriege ich Plack auf die Zähne und den Wunsch, mir ein glühendes Eisen in die Ohren zu stecken. Aber weil ich sag mal so, das eine ist ja musikalisch. Ich bin generell kein Freund davon, wenn die komplette Musik vom Computer kommt. Ich bin ja der Meinung, dass man noch ein Instrument spielen sollte. Aber was dann hier noch mit dazu kommt, sind diese sinnlosen Texte. Dieses dämliche, wir feiern die ganze Nacht, warum? Weil eine Ente heute quer gekackt hat oder sowas, weißt du? Ich muss in einem Song irgendwie noch eine Message bekommen. Sachen wie Foo Fighters Best of You oder sowas, das sind einfach Sachen, die bleiben mir wesentlich mehr im Gehör als jetzt ein Kalcha Candela Monster oder sowas. Und da weiß ich nicht, das ist für mich genauso wie Teletubbies gucken, das ist Leute Verblödung, so eine Musik.
Ey, nichts gegen Teletubbies, ja. Ja, aber das Beste Beste für Kinder ist Sendung es auch. ever, ey. Ja, nicht unbedingt. Wenn du irgendwann mal möchtest, dass deine Kinder nicht zum Logopäden geschleppt werden, wie die Ludolfs, dann solltest du die nicht Teletubbies gucken Genau, lassen. ja. Und Dings, also jetzt, das ist für mich auch keine Musik, das ist für mich einfach nur, weiß ich nicht, Geldscheffelei und Ausnutzen der Leute, weil ich glaube nicht, dass die ganze Gruppe von Culture Candela so überzeugt von ihrer Musik ist und den ganzen Tag zu Hause sitzen und da stundenlang ihre Texte schreiben, wie jetzt zum Beispiel eine richtig anständige Rockband das tun würde, wie jetzt zum Beispiel Rise Against, die super Texte haben, die leider, muss ich sagen, von zu wenigen verstanden werden, weil das Englisch dann doch recht kompliziert ist, was Rise Against stellenweise benutzt. Und ich bin sowieso, ich kann Leute nicht verstehen, die Lieder hören, ohne den Text zu verstehen. Ich bin jemand, ich kann sehr, sehr gut Englisch. Und wenn ich einen Song höre, dann ist es quasi, als wenn ich ihn auf Deutsch höre, ich verstehe alles. Und ja, und ein Song, wo ich sage, ey, was ist das für ein Schrotttext, wie Call Me Maybe, bestes Beispiel. Ja, aber ist doch ein Before Chart-Hit geworden, ey. Das macht jeder nach. you came into my life, I missed you so bad. Wie kann sie jemanden vermissen, der noch gar nicht da gewesen ist? Und das sind so Sachen, da sage ich mir, Alter, hat die geraucht, als sie den Song gesungen hat? Oder was hat der Songwriter geraucht, als er das geschrieben hat? Und da sage ich mir einfach, das hat für mich nichts mit ernsthafter Musik zu tun. Also das höre ich dann auch nicht. Es muss nicht krampfhaft Rock sein. Natürlich habe ich auch in der Popmusik oder auch mal, ich sage jetzt mal ganz extrem bei Klassik oder auch zwischendurch mal bei Rap, habe ich auch mal Sachen bei, wo ich sage, ey, der Text ist geil, der Text ist richtig witzig oder ist richtig clever, mit cleveren Wortspielen und sowas. Musikalisch vom Beat her ist das voll in Ordnung und die Hook ist noch schön, dann höre ich mir gerne auch mal was im Rap-Bereich an, aber sehr, sehr selten. Sehr, sehr, sehr selten. Also bist du auch so eher der Typ, der so lieber gerne Rock hört. Also ich sag mal so, ich gehe eher aufs Wacken als aufs Splash. Und so kann man es, glaube ich, stehen Wacken ist lassen. geil. Wacken würde ich auch immer hingehen. Hammergeil. Wacken oder hier Rock am Ring oder so. Hurricane ist auch klasse. Na gut, Hurricane kenne ich jetzt nicht. Kennst du Mera Luna Festival? Da war ich mal gewesen bei Mera Luna. Das war auch cool Klingt wie eine gewesen. Lesestunde für kleine Kinder. Was? Mera Luna klingt wie so ein Märchen für kleine Kinder Nein, das ist über auch ein Mond ist mir zu real. Festival. Aber klingt einfach Mera Luna. Mera Luna und der magische Regenbogen. Ist doof. Gut, was ist denn die nächste Frage, die man sich anschaut? Ja, nimmst du Skype-Anfragen an? Ich Nein, hätte. Leute, Mr. Semtex ist so arrogant, Alter, der nimmt nie sowas an. Deswegen habe ich auch 1700 Kontakte in Skype, weil ich nie eine Anfrage annehme. Eben. Und ich bin schon am Überlegen, ob ich meinen Skype-Account verbrenne oder versteigere, weil ich glaube, ich bin der Mensch mit den meisten Skype-Kontakten weltweit. Ich glaube, kein anderer Mensch hat fast 1800 Skype-Kontakte. Es ist der Horror, wenn erstmal braucht mein PC ist nicht schlecht, aber selbst der braucht 10 Minuten, um Skype zu laden. Und Dings, es ist einfach der Wahnsinn. Du kommst da rein, du hast 500 Nachrichten in Abwesenheit gekriegt. Du wirst im Geil. Sekundentakt wirst du angerufen und in irgendwelche Konfis reingezogen. Und das geht mir manchmal so auf den Piss. So auf den Jetzt weißt du Piss. auch, warum unser Interview hier 3 Monate gedauert hat, ne? Ja, ich lese es nicht. Meistens komme ich in Skype rein, gucke, ist da irgendwo Commander Krieger dabei? Nein, alles auf Briefmark, Ich alles auf werde direkt Briefmark. immer weggedrückt. So ist das also, merke ich mir. Dann klicke ich einfach auf alles als gelesen, markieren und fertig ist. Und ich habe mir Merke schon ich so oft mir. Leute angeschrieben, Semtex, ich versuche dich seit 2 Monaten zu erreichen. Ich schreibe dich immer wieder in Skype an, dann sage ich, Leute, schreib mich bei Facebook an, schreib mich bei YouTube an, da reicht dir wesentlich mehr als in Skype. Ich merke mir das im Text. Du Ja. kriegst jetzt von mir VIP-Status. Tja. Meine Favorit. Ja, ich habe erst vor kurzem herausgefunden, dass es eine Favoritenliste in Skype ist. Sehr schön. Bei Vorher 1800 Leuten hast du es dann mal musste ich immer durch die rausgefunden. Liste durchblättern, wenn ich jemanden Oh gesucht habe. Mann. Oh Mann. Das war schon echt. Das war schon nicht schlecht. Aber ja, ich nehme Skype-Kontakte an, aber macht euch nicht die großen Hoffnungen. Ich sag es mal so. Ich habe 1800 Kontakte, 1700 Kontakte in Skype. Selbst wenn ich jeden Tag einen davon anrufe und das Jahr hat 365 Tage, dauert es eine Weile, bis du statistisch gesehen dran bist. Und es kommen ja immer mehr dazu. Also ich Skype zwischendurch mit Abonnenten. Ich habe da tierisch Bock drauf. Macht mir Spaß. Du, was ich dir empfehlen kann, das mache ich jetzt in der letzten Zeit. Ich gehe öfters mal auf Krieger sein TS und da sind wir dann meistens, also gestern war das auch so, nee, vorgestern, da waren wir am Anfang 2 Leute und dann sind halt alle dazu gekommen, ja, bist du die Genie und keine Ahnung, da waren wir da so 20, 25 Leute in dem Channel und haben dann wirklich schön gelabert. Also ich glaube, das kann ich dir auch Ja, nur da hast du empfehlen. mich noch angeschrieben, dass irgendeiner so klingen soll wie ich, ne? Genau. Der hat uns das nicht geglaubt, der war Fred, der war mit im TS gewesen und Cleared of Duty hieß der.
Und da meinte aber jemand anders, ja, der Clear the Flutie, der klingt genauso wie Semtex. Das ist doch Semtex. Ich sag, nein, Mann, das ist nicht Semtex. Du kennst wahrscheinlich Semtex seine Stimme nicht, aber der klingt nicht so. Aber wie gesagt, das Ja, kann ich ich dir echt hab's. nur empfehlen, Das weil das macht. Geile ist ja auch, jetzt wo man auf YouTube immer größer wird, früher hieß es, du klingst wie der, du klingst wie der, jetzt heißt es, du klingst wie Semtex. Das finde ich geil. Ja, wie Das finde gesagt, ich das kann echt ich cool. dir echt nur empfehlen, weil so kannst du auch mit mehreren Leuten gleichzeitig reden und Ja. ist halt nicht so kompliziert wie Skype. Ja. Von daher, ja, es macht echt richtig Jetzt Bock. schaue ich da mal rein. Ja, kann man ja nachher mal anschließend mal drauf Mal gehen. Da gucken, kommen da was ich da garantiert finde. gleich. Oh, Sam, ist hier! Voll Ja, crazy, Quatsch. ey. Und da muss Mutti wieder neue Unterwäsche kaufen. Genau. Ich hoffe, das haben die Kinder jetzt nicht verstanden. Okay, wir gehen mal direkt weiter jetzt hier, wollte ich Ja. sagen. Was sind deine Hobbys außer YouPorn? Meine Hobbys außer YouPorn. Da hast du eine Menge andere Pornoseiten im Internet, ne? Nein. Ach, meine Freundin ist mein Hobby. Das kann man eigentlich so sagen, weil mit nichts, nicht mal mit Zocken und nicht mal mit YouTube verbringe ich so viel Zeit wie mit meiner Freundin. Deswegen ist sie mein allergrößtes Hobby. Mit ihr zusammen Filme schauen, mit ihr zusammen zocken, mit ihr abends im Bett liegen, ihr jeden Abend den verkackten Rücken massieren zu müssen, weil sie mich so lieb danach fragt. Und Machst du es echt sie, jeden Abend? jeden Abend, ja, jeden Alter, Abend krass, ohne Scheiß, ja. Mein Freund ist Masseur und der macht das nicht jeden Abend. und Dings und Das ist. das mache ich jeden Abend, weil die lässt mich sonst nicht schlafen. Also die nervt mich dann so ab, dass Geil. es geht nicht anders. Und ja, wie gesagt, sie ist mein größtes Hobby, auch mein liebstes Hobby. Also es macht mir auch Spaß, mit ihr zusammen Filme zu schauen. Krieger sagt hier immer so nett, er glaubt, ich und Steffi sind Geschwister, weil wir uns auch zwischendurch beleidigen und anflamen und anmaulen und miteinander rummotzen und Wollte ich so. sagen, ihr behandelt euch eher wie gute Freunde irgendwie. Ja, aber das ist das Geile bei Steffi. Steffi ist, wie in einem Video von mir gesagt, das ist wie bester Kumpel mit Titten, die du anfassen darfst. Das ist einfach so der Hammer bei ihr. Ich und Steffi, wir passen wirklich zusammen wie Arsch auf Eimer und das ist Geil. wirklich, ist klasse. Also es ist so klasse. Es ist wie, als wenn du mit einem Kumpel zusammen wohnst, der eine Vagina hat. Und wofür du dich nicht schämen musst, dass du mit einem Mann zusammen bist. Aber andererseits hat es natürlich auch ihre weiblichen Züge. Also sie hat es auch mal, dass sie shoppen gehen möchte oder dass sie zum Friseur geschliffen werden möchte oder sowas. Und kommt nach Hause und schreit mich an, weil ich nicht gemerkt habe, dass sie sich die Nägel gefeilt hat oder sowas. Und es ist einfach, ich finde das super zu mischen. Sehr schön. Das macht doch Und Spaß. was habe ich noch für Hobbys? Meine Arbeit, komme ich nicht drum rum, das als Hobby zu bezeichnen, weil so viel Zeit, wie ich da verbringe, muss ich das irgendwo mögen. Und Stimmt, ne? Eigentlich ist es schon krass. Also, wenn man überlegt, 24 Stunden hat ein Tag schon und 8 acht Stunden Stunden ist die Arbeit. aufwärts, ja. Plus Stunde hinfahren, plus Stunde zurückfahren, plus weiß ich Genau. nicht was. Ja, und nachts macht es ja auch nicht wirklich was. Du schläfst so. Eben, und dann noch Überstunden und. Also für mich, ja, für mich hat der Tag auch nur 24 Stunden. Und das vergessen, Echt? glaube ich, auch Trotz, dass du viele. Partner bist, ja, hast du auch nur 24 Stunden. Ja, ich habe gehofft, dass Gamezeit das schafft, mir einen 32-Stunden-Tag zu bescheren, aber das haben sie nicht hingekriegt. Sie haben Gott angeschrieben, ob er nicht Kleine was ändern kann. Beschwerdeliste dir schreiben, kann ich Ja, sein. die haben wirklich sehr, sehr versucht, die Erdumdrehung und ein bisschen zu verringern, aber es hat nicht geklappt. Und ich habe mich auf den Boden gehockt und hab ins Gras gegriffen und versucht zu bremsen, aber es ging nicht. Und ja, also, was habe ich noch für Hobbys? Ich habe früher sehr gerne American Football gespielt. Echt? Ja, tierisch gerne. Habe ich einen Sportunfall gehabt, war relativ kompliziert. Seitdem habe ich auch nicht mehr gespielt, darf ich auch nicht. Mein Arzt würde mich totschlagen, wenn er mich nochmal auf dem Feld sehen würde, Okay. weil ich künstliches Kniegelenk seitdem habe. Oh. Und der wird mich umbringen. So Aber krass, was habe ich? ja. Ja, aber ich gehe trotzdem schwimmen, Radfahren und so muss auch sein. Und ja, es ist einfach, wenn du läufst und du kriegst von vorne jemanden aufs Knie gekrallt, der ungefähr die Ausmaße vom Krieger hat. Und dann legt sich dein Fuß, ich will jetzt nicht sagen, dann legt sich dein Fuß auf die Hüfte, aber du kannst dir vorstellen, wenn du von vorne so jemanden ans Knie kriegst, dass das nicht so ganz gesund ist. Ja, klar. Das war schon echt heftig, muss ich sagen. Das war schon echt heftig, aber es macht tierischen Bock. Ist der geilste Sport, den es gibt. Also ich sage, es gibt viele, die haben dann so einen Unfall und sagen, oh Gott, hätte ich das mal bloß nie gemacht, aber ich bereue es nicht. Ich bereue es nicht, es hat mir so Bock gemacht und Da kann man schön Aggression abbauen, denke ich mal, oder? Das tierisch gut. ist besser als Call of Duty spielen. Jetzt muss ich halt Brüllvideos machen. Genau. Und was habe ich noch für Hobbys? Ja, ich schaue sehr gerne Filme und ich höre sehr gerne Musik. Das sind noch so Sachen, die. Nee, egal, ich gammel gerne im Internet rum. Ey, wirklich tierisch gerne. Ich surf gerne einfach durchs Internet, suche witzige Bilder, witzige Filme, abgedrehten Scheiß, kranken Scheiß. Manchmal mache ich mit Kumpels einen Wettbewerb, findet das widerlichste Video und sowas. Und das ist auch Oh witzig. Mann. Oder Wettgoogeln ist auch klasse. Man gibt einen Begriff vor, also eine Begrifflichkeit, zum Beispiel Städte. Und jeder sagt dann Stadtnamen und der die meisten Google-Treffer hat oder sowas. Das ist so
Ding. Und roffel.io ist ein Hobby von mir. Da sind so viele kaputte Leute, die ich mittlerweile so gut kenne. Ist einfach so geil mit den Jungs immer. Da haben wir schon einige legendäre Nächte erlebt auf dieser Seite. Das war schon echt klasse. Okay, cool. An der Stelle möchte ich auch mal ganz lieb den Lukas, meinen so ziemlich besten Kumpel, grüßen, den ich jetzt schon seit Jahren kenne und mit dem ich ja die geilste Zeit meines Lebens im Internet erlebt habe. Und ich freue mich schon tierisch drauf, irgendwann mal in die Schweiz zu fahren, den mal zu besuchen. Und es ist wirklich klasse mit dem. Das soll mal ganz lieb begrüßt sein hier. Ja, ich hoffe, er oder hat ja, das bis jetzt der. Angeschaut. Jetzt ringe ich ihn zu. Naja, aber ich meine, wir labern schon ungefähr eine Stunde. Und es kann ja sein, dass der dann schon abgeschalten hat nach 10 Minuten. Also wer bis hierhin gehört hat, der soll mal bitte, oh Gott, was soll der mal in die Kommentare schreiben? Schreibt mal in die Kommentare Baum. Baum, ja, schreib einfach mal Baum. Einfach nur Baum. Baum. Weil das ist so ein Wort, das nicht jeder weiß, kennt. Also, weißt du, so ja, in der Verbindung bringt. Ist, viele schreiben Baum rein, da denken alle, oh, das ist ein Gewinnspiel, ich schreib's mal auch. Und schreibt's in die Kommentare, schreibt's mir als Nachricht, schreibt's in die Kanalkommentare von der Genie rein, schreibt's rein, wo ihr wollt. Genau, schreibt's einfach. Spammt alles mit Baum zu, wirklich. Entweder schreibt ihr uns bald eine PN oder in die Kanalkommentare. Genau, so machen wir's. Nicht in die Videokommentare. Wenn ihr es schon gemacht habt, dann scheiße, bitte wieder nicht. Löschen. Und ja, schreibt's einfach mal irgendwo rein, dass wir das sehen. Würde mich echt mal interessieren. Gut, haben wir noch mehr Fragen? Ja, ich würde jetzt einfach sagen, wir kürzen mal ab zu zwei Fragen, die mich sehr brennend interessieren. Und zwar, wie lange bist du denn schon mit deiner Freundin zusammen? Ich und Stefanie sind jetzt seit dem 1.10. Jetzt, pass auf, was du sagst, Freundchen. Sind seit dem 1.10.2009 zusammen und sind dadurch 3 Jahre jetzt zusammen. Ich musste gerade rechnen. Und nein, das Ding ist, sie hat am 20.09. Geburtstag. Ich habe am 2.10. Geburtstag und am 1.10. haben wir Jahrestag. Und ich kriege das mal durcheinander. Also ihren Geburtstag und den Jahrestag. Ich habe Urlaub, ich weiß nur, ich gehe essen und ich weiß, ich muss sie abends nicht massieren. Und das ist für mich halt das Gleiche. Drei Kreuze im Kalender. Ja, und wir kamen halt damals wegen meinem Geburtstag zusammen. Mhm. Haben uns über Freunde kennengelernt. Und sind dann halt mal so hier und da mal zusammen auf einer Feier gewesen und bla bla, bis dann irgendwann eine gute Freundin von ihr und ein guter Kumpel von mir auf die Idee kam, hier komm, die schubsen wir jetzt mal zusammen. Hm. Erst habe ich die gehasst, weil dann haben die beiden was mit uns unternommen. Er hat mich mitgebracht, sie hat sie mitgebracht und ich mochte Steffi jetzt gar nicht und sie mich auch nicht. Sie fand mich viel zu kindisch, sie fand mich viel zu überdreht und nervig. Und ich so, oh, die ist immer so ernst, weil sie will ja Jura studieren und jetzt will sie Informatik studieren. Und immer so, und die hat über meine Witze nicht gelacht. Männer mögen Frauen nicht, die nicht über ihre Witze lachen. Und sie fand meine Witze viel zu blöd und viel zu stumpf und viel zu rassistisch. Und und viel zu fies. Man macht keine Witze über Behinderte und sowas. Und, aber wie heißt sie da so schön? Gegensätze ziehen sich an, ne? Genau, über die Zeit haben wir uns dann irgendwie jetzt zusammengemischt und sind halt jetzt eine homogene Masse geworden. Eine homogene Masse, süß. So, das, ja, seitdem sind wir zusammen und ich hoffe mal, das bleibt, bis ich irgendwann mal ins Grab falle. Aber sie soll vor mir sterben. Nee, ich will vor ihr sterben, so. Ich wollte gerade sagen, sie soll vor mir sterben, hallo? Ich will vor ihr sterben, damit sie um mich trauern muss. Genau. Außerdem, ich könnte hier so ganz süß sagen, weil ich es ohne sie nicht aushalten würde. Aber dann würde hier so der Schleim aus dem Video tropfen und ich müsste mir selber ins Gesicht dafür treten, also. Oh mein Gott, nee. Aber es ist cool, dass sie 3 Jahre. Schön. Ja, ich möchte einfach nur vor ihr sterben, damit ich meine Ruhe habe. Oh Mann, Semtex. Du brauchst noch ein paar Jahre, bis sie mir hinterherkommt. So, unmöglich, okay. Die Männer. So, letzte Frage. Ja. Wie sehr hat dich das Padawan-Projekt von CK verändert? Oder wie sehr hat es dein Leben verändert? Sag es mal so rum. Mein Leben, ich dachte mal jetzt mich als Mensch. Du kannst es so oder so nehmen, mir egal. Also mich als Mensch hat es eigentlich relativ wenig verändert, muss ich sagen. Also ich muss auch sagen, ich kannte dich ja schon, da hattest du, glaube ich, 200 Abonnenten oder so. Ungefähr, jeden Fall viel, viel weniger. Und außer dass du viel weniger Zeit hast, hat es sich eigentlich kaum verändert. Also. Ich wollte sagen, das Ding ist einfach, ich bin einfach derselbe Mensch geblieben. Ich mache genauso meine blöden Witze, meine blöden Sprüche, mache meine Commentaries. Das Ding ist einfach nur, es hat mich reifer gemacht im Umgang mit YouTube. Also es ist einfach so, ich sag mal, mein 400-Abo-Special, diese Penis-Aktion. Sowas würde ich jetzt nicht mehr machen. Ich werde es auch nicht löschen, weil ich bin stolz drauf, was ich damals gemacht habe. Aber es hat mich auf YouTube reifen lassen. Ich lege jetzt noch mehr Wert auf Qualität und auf gute Mikrofon-Soundqualität und auf gute Gameplays und auf was auch immer, als wie ich es vorher gelegt habe. Auch der Umgang mit Abonnenten. Ich habe mich vorher immer viel um meine Abonnenten gekümmert, habe jede Nachricht beantwortet, viele Kommentare beantwortet, dass
ist einfach jetzt bei der Masse nicht mehr möglich. Das müssen mir die Leute dann leider verzeihen, wenn ich die mal nicht Ja zurückschreibe. gut, aber das ist normal, denke ich. Aber es ist einfach eine Sache, hänge da wirklich, da könnt ihr auch meine Freundin fragen. Also, wenn ich nicht arbeite oder schlafe, habe ich eigentlich permanent irgendwie mein Handy in den Finger oder sitze am PC und schau, was es Neues gibt, was gibt es an Kommentaren, was gibt es an Nachrichten. Und Du, das also geht ich. mir aber auch so. Das ist schlimm. Echt Es schlimm. macht mich auch kirre. Ich kann gar keinen Tag, ohne mal auf YouTube zu gucken. Ja, das geht mir auch Und so. oder auf Social Blade zu schauen, wie es mit den Abonnenten entwickelt ist und weiß ich nicht. Ich bin dafür zu statistisch veranlagt. Da bin ich, glaube ich, wie der Krieger, dass ich mir den ganzen Tag Gedanken um Zahlen mache und sowas. Ja. Aber das ist einfach eine Sache. Ich habe durch das Padawan-Projekt YouTube erst so richtig ernst genommen. Vorher war YouTube für mich ja einfach so ein Hobby. Ach, da hast du mal deine Gameplay-Commentaries gemacht und schön und gut. Dann hast du den Kommentiers gewonnen. Ja, geil, kamen ein paar Abonnenten dazu, aber schön und gut. Aber jetzt ist halt mir erstmal klar geworden, was da wirklich ja alles hintersteht bei YouTube. Also wie groß das Ganze im Prinzip ist Ja. und was man damit alles erreichen kann. Auch Krieger, was er, seine Abonnentenbase, die er hat. Und wenn er mal irgendwo ein Video macht und wie die Leute darauf reagieren, wie er Meinungen bildet und sowas. Und das ist schon heftig. Und das hat mir das Padawan-Projekt halt gezeigt, was da im Prinzip alles möglich ist. Und es hat mich natürlich auch dem Krieger näher gebracht. Was ich auch sagen muss, was ein geiler Aspekt des Padawan-Projektes ist, dass ich jemand, der wirklich so ein klasse Mensch ist wie der Krieger, so viel besser kennenlernen konnte. Ja, das stimmt, aber weil einige sagen, ja, Krieger ist voll arrogant, also voll Das so, weißt du, so, Menschen. aber überhaupt nicht, ohne Scheiß. Also, ich glaube, wir beide sind ja auch immer die Leute, die wirklich fast immer jeden Tag mit Krieger irgendwie telefonieren in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und er ist einfach mal so korrekt, ohne Scheiß, also, das. Krieger ist wirklich mit der anständigste und Ja. vernünftigste und korrekteste Mensch, den ich kenne. Eben, das ist echt so ein Also Saulieber, also. es gibt viele Menschen, die würden sagen, was laberst du mich voll, ich bin Commander Krieger oder was willst Genau, du genau. jetzt oder bla bla oder ich habe keinen Bock jetzt zu skypen oder sowas, weißt du? Ich Ja. verdiene lieber meine Kohle mit YouTube oder was soll ich dir auf eine Nachricht antworten oder so. Ihr Genau. müsst euch einfach nur in die Lage versetzen, jemand wie Commander Krieger mit mittlerweile ja schon fast 300.000 Abonnenten, der hat dementsprechend auch zu tun. Er sitzt nicht den ganzen Tag zu Hause rum und schaukelt sich die Eier. Er hat wirklich eine Menge zu tun. Er macht sich eine Menge Gedanken. Er organisiert viel und beantwortet auch Nachrichten und Kommentare. Ich kriege das immer mit, wenn er ein neues Video hochlädt. Er liest sich immer alle Kommentare durch und sowas. Und Richtig, genau. wir schnacken auch viel über Kommentare und Nachrichten, die man so kriegt und bla bla. Und es ist einfach, auch der Krieger hat nur 24 Stunden. Das ist einfach so. Leider, ja. Ja. Manchmal, da muss ich ja mal sagen, hier geht's mal ins Bett oder so. Und wenn er da wieder die Nächte durchgemacht hat, dann bin Ja. ich dann immer wie so eine Mami. Ich sage dann, okay, und Krieger, hast du heute schon geschlafen? Nee, ich sage so, mach dich ins Bett. Ja. Das ist echt immer schlimm bei dem. Aber der hängt sich da auch immer rein. Also, der macht wirklich viel. Also, Eben. Also von daher. der Junge, der zeigt wirklich Einsatz. Und der steckt wirklich sein Herzblut in YouTube. Und das, finde ich, wird leider von vielen Leuten nicht gewürdigt. Viele Ja. wissen es zu schätzen, viele mögen den Krieger ja auch. Sonst hätte er nicht so viele Abonnenten. Aber ich finde es immer schade, wenn ich so eine blöden Hater- und Nonsens-Kommentare irgendwo lese von Menschen oder auch Videos gucke, dass irgendwelche Leute Videos machen zum Thema Krieger ist ja so scheiße oder Krieger hat hier ein scheiß Video gemacht oder was auch immer. Das sind einfach Richtig. Leute, die haben absolut keine Ahnung. Die haben Ja. absolut keine Ahnung, wollen irgendwelche Klicks abgreifen oder sowas oder wollen sich geil fühlen, weil sie ein Hate-Video machen. Aber das ist wirklich Schwachsinn. Na, Das sind mich so hat Leute, letztens die. auch wieder jemand als Fame-Hure bezeichnet, nur weil ich das Video gemacht habe von Krieger seinen Kuchen, das Making-of. Ja, aber warum nicht? Ich meine, YouTube ist dafür da, sich zu zeigen. Broadcast yourself. Ja. Ist ja so das Logo. So, wenn du gut Kuchen backen kannst, und ich muss sagen, der Kuchen sah echt geil aus, warum sollst du es der Welt nicht zeigen? Wenn ich toll Fußball spielen kann, zeige ich Ja, das auch. nee, es geht ja darum, weil ich ja Commander Krieger in den Titel geschrieben habe und deswegen bin ich Ja, halt du eine Fame-Hure. hättest ja auch das Markerkuchen reinschreiben können, hätte nur keiner verstanden. Und das ist einfach das Ding. Ich meine, es ist leider so, dass in unserer Szene der Durchschnitt bei 13 bis 17 Jahren liegt. Ja. Und dass da viele, viele vernünftige und clevere Leute dabei sind, aber leider auch viele nicht so clevere. Und damit muss man einfach mit der Zeit umgehen und sowas einfach ignorieren. Das ist das Beste, was man damit machen kann. Einfach ignorieren und. Ja, ich habe dann halt nur zurückgeschrieben, dass der kann das, weil der hat das, glaube ich, 3, 4 Mal drunter geschrieben und aber immer noch Fame-Hure mit Doppel-R. Und ich sagte so, ja, du kannst das noch 5-mal hinschreiben, aber wie gesagt, man schreibt es immer noch mit ein R. Ja. Aber naja. Er hat es trotzdem nicht kapiert und hat immer wieder mit Doppel-R geschrieben, von daher. Ja, ich glaube, den Kindern sollte man zu Weihnachten hier, In Duden schenken. ja, Modern Rechtschreibung 3. Ja, stimmt. Call of Duden, Modern Rechtschreibung 2 oder so. Ja. Genau. Sehr geil, So das ein müssen Bild, wir was ich irgendwo gesehen erfinden. habe. Modern, hier, Call of Duden, Modern Rechtschreibung 2. Ich habe mich fast eingenässt, Sehr geil. ey. Ja, das wäre so ein Geschenk für die.
Ich bin jetzt kein Grammar-Nazi, wie es ja im Internet so nett genannt wird, Leute, die Rechtschreibung verbessern. Aber es ist wirklich, wenn ich eine Nachricht kriege und die ist komplett in Groß- oder Groß-Klein-Wechsel und so ein Scheiß geschrieben, da kriege ich echt Pelz von. Ja, das Oder wenn stimmt. welches witzig finden, Vokale lang zu ziehen. Also so, hallo mit 100 A, da kriege ich Pelz von. Gott. Aber gut, das ist ja auch nicht Thema. Eben, eben. Ja, wir sind auch schon am Schluss angelangt. Ja, ich habe dich jetzt hier so lange zugelabert. Ach, kein Problem, ich rede doch gerne mit dir. Na, ich schaue auch. So, dann würde ich mal sagen, haben wir hier ein schönes Interview fertig gemacht. Genau, 1 Stunde und 6 Minuten. Ach du Gott. Hast du noch irgendwelche Abschlussworte zu sagen an deinen Fans da draußen? Ja, also erstmal an dich. Danke für das Interview. Ja, ich danke dir, dass du das nach 3 Monaten endlich mal geschafft hast. es erleichtert ja auch für mich was, weil die jetzt speziell die Fragen irgendwie wissen möchten, ja, und sich dann vielleicht das Video angucken, vielleicht kriege ich dadurch eine Nachricht am Tag dann wirklich weniger mit irgendeiner Frage, die man sich auch schenken kann, sag ich jetzt einfach mal so. Das stimmt, und ja. Es ist einfach immer schön, ein bisschen was aus seinem Leben zu erzählen und das den Menschen auf YouTube zu zeigen. Ich weiß einfach, dass die YouTube-Gemeinde ist wirklich sehr zu schätzen, weil es immer ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Und ich finde es immer schön, so Interviews zu machen. Es macht mir wirklich Spaß. Und gerade mit dir, ich habe ja schon eins mit dir gemacht und wir verstehen uns ja auch gut. Ja. Dadurch, dass wir jeden Tag mit Krieger skypen, skypen wir auch zwangsläufig wie wir jeden Tag miteinander. Leider, und, ja. Eigentlich würde ich nie mit dir telefonieren, aber was bleibt mir denn anderes übrig? Ja. Genau, sonst muss ich auf Commander Krieger verzichten. Es hat mir Spaß gemacht mal wieder. Ja, und ich bedanke mich nochmal dafür. Ich bedanke mich auch bei dir. Ja, bitteschön. Und natürlich auch danke an wirklich alle, die uns bis jetzt zugehört haben. Ihr seid wirklich bescheuert. Und wie gesagt, Leute, schreibt das Codewort Baum in die Kanalkommentare oder als PN. Ja. Würde uns echt mal interessieren, wie viele das überhaupt bis dahin geschaut haben. Also, das würde mich auch interessieren. Von gut, daher. Gut, dann sag ich mal. Ja, ich raus. Machst du einfach mal Abschluss hier. Euer Mr. Semtex und das Schlusswort gehört jetzt der Genie. Genau, ich danke, wie gesagt, dir auch nochmal für das tolle Interview. 1 Stunde gelabert und gelabert und dann würde ich sagen, ja, bis zum Part 3 irgendwann mal. Ja, wird es bestimmt auch noch geben. Genau, dann haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.